Seid ihr bereit, die schweren Regenstürme zu trotzen? Nach ein paar wirklich schönen Tagen auf St. Lucia brachen wir früh auf, um zu den Grenadinen zu segeln. Es galt knapp 60 Seemeilen zu bestreiten und der Wind war, naja, bescheiden. I've never been known for my cautious side. You should know that I'm well aware. I don't want anything left. Will you come with me, Mon Cher? So let us just do my love, and I'd stop thinking of this open. So let us just do my love and see where this road will take us now. Wir segelten an St. Vincent vorbei und steuerten als erstes Ziel in den Grenadinen die Insel Bikia. So, wir sind angekommen, der Anker ist gefallen in Insel Bikia. Das ist Teil von St. Vincent and the Grenadines. Das heißt, der erste Weg bringt uns wieder mal zu den Behörden, um einzuklarieren. Und hinter uns, da irgendwo, ja, da liegen Tom und Lisa mit ihrer Freedom und mit denen haben wir ja jetzt schon seit Almerima ganz viele Schritte gemeinsam gemacht und wir freuen uns schon, mit ihnen heute ein paar Cocktails zu trinken und uns abzudaten, was so passiert ist in den letzten Wochen und dann mal schauen, was uns an diesem verregneten Tag noch erwartet, aber morgen soll wieder die Sonne scheinen und trotz Regen ist das Wasser so wunderschön türkis, dass es echt Bock auf Meer macht. Also hat sich der weite Weg hier runter in die Grenadinen wahrscheinlich auf jeden Fall ausgezahlt. Glasklares, türkisblaues Wasser, feinster Sand zwischen den Zehen, jeder Blick ein Postkartenmotiv. Ja, so in etwa hatten wir uns die Karibik vorgestellt. Bikia ist eine kleine Insel mit einer bunten, lebhaften Stadt, wo einem an jeder Ecke Reggae-Musik entgegenkommt. Ein ganz schön besonderer Ort. Guten Morgen! Wir haben jetzt noch mal kurz Proviant besorgt und jetzt geht's in die Tobago Cays. Wir freuen uns schon wahnsinnig darauf. Die Erwartungen liegen vielleicht ein bisschen hoch, weil alle so unendlich davon schwärmen. Und wie viele Seemeilen haben wir dahin? Circa 20, glaube ich, 20 Seemeilen. Wind ist heute ein bisschen besser als gestern und dann schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Thank you.
wir sind offiziell im Paradies angekommen. Und es gibt jetzt eigentlich nur mehr eine Sache zu machen. Gleich schwimmen gehen und die Taucherbrille aufsetzen. Wir haben jetzt schon unterm Boot mehrere Rochen durchtauchen sehen, nur in der einen Minute, die wir gerade da sind. Oh Gott, das ist das Paradies da. Die Tobago Cays umfassen 5 kleine Inseln, die zu einem Marine Park gehören. Die Mooringboje kostet hier 45 ostkaribische Dollar pro Nacht, also rund 15 Euro. Fischen ist hier streng verboten und eine Reihe Vorschriften und Verhaltensregeln sollen zum Schutz dieses Paradieses beitragen. Und ja, es wirkt. Gerade Meeresschildkröten gibt es hier unzählig viele. Mit diesen Meeresbewohnern zu schwimmen, ist ein geradezu magisches Erlebnis. Sie lassen sich scheinbar ohne Aufwand durchs Wasser treiben, während man sich selbst mühsam abstrampelt, um ihnen irgendwie hinterherzukommen. Was ihr Geheimnis ist, haben wir bislang noch nicht herausgefunden. Abend wartete dann noch ein besonderes Highlight auf uns. Die 5 Inseln, die zu den Tobago Cays gehören, sind zwar unbewohnt, jedoch veranstalten die sogenannten Boat Boys jeden Abend auf einer der Inseln ein Barbecue mit frisch gefangenem Lobster und jeder Menge Rumpunsch. Die Boat Boys kommen übrigens jeden Tag mit ihren verhältnismäßig kleinen Booten von Union Island, das ca. 5 Seemeilen entfernt ist, um hier die vor Anker liegenden Yachten mit allerlei zu versorgen. Bye Tobago Cays. Wir sehen uns bald wieder. So, für uns geht es jetzt die rekordverdächtige Distanz von 2,8 Seemeilen weiter zur Salt Whistle Bay. Dort ist es nämlich ein bisschen windgeschützter und die soll auch wunderschön sein. Morgen erwarten wir ein bisschen kräftigere Winde. Das baut sich jetzt langsam auf bis Ende der Woche. Und ja. Man merkt schon, dass die Boote da der Reihe nach fliehen. Es ist halt super ungeschützt hier, also es ist nur das Riff vor einem. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could be tested? Wenn das nicht das Paradies ist, wo eine Bucht schöner ist als die andere, dann weiß ich nicht. Maybe the trees will whisper the word.
sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Aber jetzt wird es langsam kühl und jetzt schwimmen wir zurück und dann kann der Markus mal ins Wasser hüpfen. Am Nachmittag gingen wir an Land, um ein bisschen was von der Insel zu sehen. Wir hatten online gelesen, dass Kanoan die Insel sei, wo die Milliardäre versuchen, den Millionären zu entkommen. Wir waren also gespannt. Auf einer kurzen Inselrundfahrt mit einem lokalen Taxi erfuhren wir, dass in den letzten Jahren hier nicht nur ein Luxusresort entstanden war, sondern auch eine Vielzahl an Privatvillen und eine Luxusmarina. Die meisten Strände waren mittlerweile ebenfalls privat. Wie auf den meisten Inseln in St. Vincent and the Grenadines lebt die lokale Bevölkerung jedoch in ziemlicher Armut. Ein Kontrast, der auch die Kriminalität auf der Insel befeuert hat und ziemlich hart anzusehen war. Mittlerweile saß uns jedoch auch etwas das Wetter im Nacken. Es sollte bald mit 30 Knoten und mehr über die Inseln fegen und für uns war es an der Zeit, zurück nach Martinique zu kommen. Anstatt hier zu übernachten, machten wir uns also am Abend fertig für die Abfahrt. Change of plans. Das Wetter sagt, es ist besser, wenn wir heute noch nach Martinique fahren. Die nächsten 2 Tage soll's ziemlich windig werden und daher jetzt eine Nachtfahrt nach Martinique. Es wird die erste Nachtfahrt für meine Familie und es bläst trotzdem noch mit 20, 25 Knoten. Es wird heiter werden. If I ask you, don't hold back on me. Only better if you set it free. In a new light, we can see. Stand up tall. Call up
Also, wir sind unterwegs. Wir haben doch noch ein bisschen gemäßigte Konditionen. Wir haben eigentlich super Segelwetter mit 15 bis 20 Knoten von Halbwind. Und ja, jetzt wird es Abend, die Sonne ist gerade untergegangen und ich mache uns das Segler-Einser-Menü Nudeln mit Soße. I can stand up to... So, alle sind verköstigt und jetzt beginnen wir langsam die Bettruhe für unsere Passagiere zu organisieren. Seid ihr bereit? Aber natürlich. Ich glaub... Sicher. Markus und ich werden die Nachtwachen übernehmen und uns im 3-Stunden-Takt wie immer abwechseln. Und dann sind wir morgen Vormittag in Martinique. Und wie war die Nacht? Bewegt. Aber gut. Ja? Der Sternenhimmel war voll schön. Kannst du die Nacht sehen? Ja. Also, wir haben eine recht unruhige Nacht hinter uns. Immer wieder bis zu 25 Knoten. Also es geht ganz schön dahin. Wir sind ziemlich hart am Wind. So hart, wie wir halt können mit gereffter Genua. Und dann halt immer zwischen den Inseln ist immer super stark und dann, wenn man vor der Insel ist, dann, oder hinter der Insel eigentlich, teilweise komplette Windstille, komplett in der Flaute gestanden, Motor an, im nächsten Augenblick wieder mit 20 Knoten reingefetzt. Etwas abwechslungsreich hier. Und dann ist auch noch ein Kreuzfahrtschiff super nahe gekommen, immer angefunkt, ob sie uns eh sehen, das seelenruhig gesagt, ja, ja. Er überholt uns nur, er hält einen Sicherheitsabstand ein. Ich glaube, der war bis auf ein paar hundert Meter vor uns. Sehr entspannt. Aber im Mittel haben wir doch schlafen können und wenn es wahr ist, sind wir in 4 bis 5 Stunden in Martinique. Schönen guten Morgen aus Martinique. Wir sind gestern eh schon zum Mittag ganz gut hier angekommen, nach einer etwas ruppigen Überfahrt hierher von den Grenadinen. Jetzt haben wir da noch ein paar schöne Tage und dann geht's nach Hause. Seid ihr bereit, die schweren Regenstürme zu trotzen? Also das glaube ich nicht, dass er uns dann zu viel Fahrrad lassen. Schon wirklich sehr, sehr schön hier, aber auch etwas touristisch. Es wird noch besser.
Wir hatten noch ein paar sehr schöne gemeinsame Tage auf Martinique, trotz des großteils sehr regnerischen und stürmischen Wetters. Für meine Schwester ging es schließlich aber wieder heim in die USA. Tschüss, Schwester. Und für uns ging es zunächst zurück in die Marina, nach Le Marin. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist kurz nach 9 und alle sind am Putzen und Zusammenräumen, weil wir heute nach Hause fliegen und das Boot bleibt jetzt hier 2 Wochen in der Marina stehen. Und das alles ein bisschen spontan, das heißt, wir müssen alles wegräumen, schauen, dass ja nichts irgendwie schimmelig werden kann, dass nichts feucht werden kann. Es ist noch ganz schön viel zu tun. Und zusammenzupacken für Winter daheim ist auch nicht so einfach, weil unser Wintergewand ist eigentlich alles in vakuumverpackten Säcken bei Oma am Dachboden. Aber ich glaube, wir haben 2 oder 3 lange Sachen, die wir einpacken können. Oh Gott, ich glaube, es wird ein schlimmer Schock, wenn wir aus dem Flugzeug aussteigen und es hat vielleicht 5 Grad. Oben ist der Markus schon ganz fleißig am Zusammenräumen. Naja, schauen wir mal, wie es uns gehen wird. Heute wird noch ein anstrengender Tag. Ja, ich denke schon, hat der Rucksack noch Seeventile zu? Alle Seeventile zu. Oh, oh Mann, das schaue ich nochmal. Ja. Grund unserer spontanen Heimreise war eigentlich ein Krankheitsfall in der Familie. Da wir jedoch ohnehin über Paris fliegen würden, nahmen wir noch den Umweg über Düsseldorf, um dort einige unheimlich motivierenden Begegnungen auf der Boot mitzunehmen, bevor wir nach einem halben Jahr mal wieder daheim waren. Während dieser Zeit haben wir uns eine kleine Pause von der Kamera genommen. Außerdem haben wir begonnen, an einem größeren Filmprojekt zu arbeiten, was übrigens auch der Grund dafür ist, dass die Videos auf YouTube in letzter Zeit etwas unregelmäßiger erschienen sind. Dazu aber später einmal mehr. Im nächsten Video geht es dann einmal mit unserer Rückkehr nach Martinique weiter und wie wir nach ein paar anstrengenden Tagen in der Marina schließlich wieder Segel setzen Richtung Süden. Bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen und wir wünschen euch eine schöne Woche. The good news is that the flight time today will be 7 hours and 40 minutes. We have a great tailwind during the flight, so that will make us arrive on time to Paris. Das ist Rumpunsch und das ist Eis und zusammen ist es eine Party. Yeah.